Servus und hallo bei eurem Stief Pitti und so. Heute sind wir in Call of Duty Ghosts am Start und die versprochene Folge in Gedenken an das Einsatzschild wird heute am Schlüssel sein. Dazu will ich euch nochmal die Klassen zeigen. Hier seht ihr Beweglichkeit, Marathon, starke Armplünderer, zusätzliche Ausrüstung. Meine Perks seht ihr hier unten und Leute, ich muss euch was zeigen. Guck mal. Einsatzschildtarnung, es gibt Weltraumkatzen. What the fuck? Also ich glaube, wenn ich mir irgendeinen Scheiß kaufe für das Spiel, dann ist es definitiv für das Schild die Weltraumkatzentarnung. What the fuck, sag ich da? Also, what? Also Leute, ohne Witz, ich glaube, das kann man echt mal machen. Schau mal. Aber heute, wie gesagt, ich hatte eigentlich gesagt, ja, naja, ganz gediegenes Gameplay werde ich aufnehmen. Und das ist sozusagen nochmal richtig, richtig krasses Gameplay. Ihr seht mitten Einsatzschild und Wurfmesser und allem, was ich dabei habe. Aber ich finde einfach so Live-Commentary, Leute, das macht einfach Laune. Das macht einfach Laune. Deswegen habe ich mich, ja, dazu durchgerungen, quasi ein Live-Commentary zu machen. Leute, was war denn das gerade für ein krasses Emblem? Die sind ja alle schon voll prestiged, weißt du? Und ich hab's nicht mal gerallt, irgendwie kriegt ein Prestige zu machen. Ne, ist ja egal. Ich spiele mit den Leuten Simpson Follow Me, Vasco, Racer, Scrum, Case, Colt und Pauli Lonzel 38. So, auf der Map. Strike Zone. Und Katze, du bist mal leise hier. Ich mach gerade ein Video, Mann. Ohne Witz. Mit Angriffspaketen können sie wählen, ob sie ihr Team unterstützen, angreifen oder eher als Einzelkämpfer vorgehen. What? Wie soll ich das verstehen? Ich sehe auf jeden Fall im Hintergrund einen Hotdog, das werde ich mir gleich krallen. Und ich bin in dem Team Ghosts hoffentlich, weil Föderation sieht da übelst eklig aus mit dem Schild, aber hey, will mir ja keiner kloben. So, hier einer Schild, gib ihn! Jawohl, Team Deathmatch! Ich habe einen starken Arm. Der rechte Arm ist stark, wisst ihr? Na gut, lassen wir das. So, voller Motivation geht's diesen Monat weiter mit Videos. Kam jetzt letzten Tag nicht, aber hey. Hat seine Gründe. So, wo war der Hotdog jetzt? Ich hoffe, hier kommt keiner von links. Hier. Njam, 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 njam. Good luck, have fun. GLHF, würde ich auch sagen. So, wir sind jetzt völlig geil bewaffnet mit meinen zwei Flash Bangs, aka Erschütterungs- oder Concussion-Grenades. Ein Throwknife wieder dabei, meine lieben Freunde. Und der hat vor mir gerade das Körper schon eingesammelt, was ich eigentlich nehmen wollte. Aber hey, ich gönne das. So, und ich hoffe, ihr gönnt mir jetzt irgendwann. Oh. Oh, oh. Nein, nein. Ah, oh, du Affe. Das war mein Kill. Ich hab gefehlt. Oh. Wollte ich? Ich wollte es gerade. Ja, eindeutig. Oh, der kommt hin. Hallo. Ah, verdammt. Ja gut, also wie gesagt, in Gedenken an das eine Schild, ich habe es ja gesehen, in MW2, MW3, in Black Ops 2 und jetzt hier in COD Ghosts. Womit ich mich immer noch nicht anfreunden kann, ist definitiv, dass das Schild, ja das mit 2 ist, das zweite oder das erste, ich weiß nicht, dass das Schild, ja schon wieder das hast gesagt, egal, lass mir so, dass das einfach mal auf der rechten Seite ist. Ich komme damit nicht klar. Ich wurde ja voll gediegen echt so gechillt, immer so mit dem Schild auf der linken Seite laufen. Kann ich aber nie machen. Kann ich einfach nie machen. Weil es einfach auf der rechten Seite ist. Hey! Das ist scheiße. Und mit diesen automatischen blöden... Hier! Ist doch Mist, was ihr macht mit dem Schild. Hier, da hat er einfach... Ja, ja, ja. No, no, ist schon okay. Hab ihn abgeschossen. Ja, ich sehe es ja ein. Tut mir leid. So, hier. Wenn es nicht anders geht, muss ich halt so noobisch machen hier. Und dieser blöde Schild-Aimbot geht mir übelst auf die Socke. Was für ein Streik? Ein Camp-Streik? Willst du mich eigentlich verarschen? Guckst du mal auf die Uhr, wie spät das ist? Ist da erst ein paar Dinge ins Vergangene? Ein paar Sekunden und du machst den Camp-Strike? Willst du mich rollen? Ich sehe nicht mehr. Na gut, ich wollte euch natürlich einiges bieten hier im Video. Deswegen der Camp Strike jetzt schon zur frühen Stunde. Und diese Action hier ist unbeschreiblich, wie es einfach abgeht mit dem Einsatzschild in Call of Duty Ghosts. Ihr seht die überragende Überlegenheit.
ist natürlich geboten. Und meine unglaublichen Nicht-Treffer-Skills mit dem Wurfmesser sind in jeder Hinsicht zu vergleichen mit MW3. Wo ich ja jedes Wurfmesser treffe, genau wie hier. Oh, habt ihr den Skill gesehen? Der stand einfach still und wurde geflasht und ich habe ihn getroffen. Krass, oder? Ja, ich habe einen Todpunkt verdient. Das würde ich sagen, ist wirklich verdient. Oh, was ist hier los? Ach du Scheiße, ich treffe eigentlich keinen Meter. Vielleicht mit dem Magnum Grade irgendwas treffen wir. Oh, yo, 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 ich treffe gut. Ja. Hm. Ja. Okay. Gut. Machen wir, kriegst du alles. Und hier, zack, zack. Hat man das immer geklärt? Noch jemand? Ich glaube, mit der Magnum geht es echt besser als mit dem Schild. Ach du Scheiße. Ey, da muss man echt dranbleiben, wenn man mit dem Einsatzschild irgendwas reisen will. Weil hier, du hast einfach so eine große Angriffsfläche. In Black Ops 2 ist es so lustig, du kannst dich drehen mit dem Einsatzschild, also du kannst 460 dauerhaft machen. Und die Leute, ja, brauchen einfach sau lange, um dich echt zu treffen, weil das Schild irgendwie. Boah, Alter, ich sehe überhaupt nicht. Weil das Schild so viel Platz wegnimmt. Aber hier, hey. Es gibt echt nur wirklich Vorteile und Nachteile bei den ganzen Einsatzschilden und sowas. Oh Gott. Abschlüsse führen. Habt ihr das gesehen? Wie ich den angeskillt habe mit meinen Schüssen? Ach du Scheiße. Und gut, dass auch diese extrem geilen und überragenden Abschlüsse gerade zum Einsatz kommen, um das euch einfach mal zu demonstrieren, wie das geht, ne? Also, wer hier mit dem Einsatzschild irgendwas kann, also selbst flashen kann ich mich schon mal ganz gut, also das klappt. Vielleicht klappt es auch mit Ballistikwesten. Ja. Oh, jo. Das klappt wunderschön hier. Ja. So, wird alles im Griff. Seht ihr das? Alles im Griff hier heute. Ich habe alles im Griff. Ich würde gerne die Ballistikweste nehmen. Ist das okay für dich? Okay, danke. Ja, gut. Also ab und zu trifft man ja vielleicht doch was. Aber ja, ab und zu halt, ne? So, erreichen Sie 2 Abschlüsse geduckt. Seht ihr das, wenn ich mit dem Schild mich ducke? Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Wie es läuft. Es läuft. Tut mir leid, ich bin heute übelst irgendwie motiviert, irgendeinen Schüssel hier zu machen. Wir haben sogar gewonnen, dank mir. Dank meinem Camp Strike, den ich euch gezeigt habe. Und meiner überragenden Tätigkeit mit dem Schild. Habe ich mein Team unterstützt, wie Sau. Und deswegen haben wir gewonnen. Genau deswegen. Ja, schreibt mir eure Meinung, wie euch das Kommentar hier gefallen hat. Das Live-Terry. Und mit dem 7:7 geht's hier raus und ich würde sagen, haut's drin, bis zum nächsten Mal. Und wie hat euch eigentlich meine Begrüßung gefallen? Die geht nämlich wie folgt. Servus und Hallo bei eurem Stiefpedi und so. Ist jetzt für einige ein bisschen verständlicher als das andere. Aber ich denke mal, ich werde das ein oder andere mal so, also naja, wie es halt so ist. Und ich würde sagen, ich bin erstmal raus. In diesem Sinne, haut's drin. Tschüss. Bah!